Meine ersten Gedanken zur Schachnovelle waren unglaublich berührend, verstörend auch, sehr intensiv und eine Geschichte, wo man selber so ein bisschen so mit reingezogen wird, dass man selber gar nicht mehr weiß, was ist jetzt Realität, was ist Wahnsinn. Und ich war sehr mitgenommen danach. Ich habe auch wahnsinnig geweint. Also gerade die Endszene hat mich so gekillt. Es hat auf jeden Fall nachgewirkt, wie Oli Mamazuchi das auch spielt und dann das Maskenbild das halt unterstützt und man sieht, sein Gesicht fällt immer mehr ein. Er wird wahnsinnig, er wird irgendwie so, kriegt total helle Haut, das ist total toll gemacht. Die Schachnovelle hat einen Preis verdient, weil der Regisseur und das ganze Team geschafft haben, eine unglaublich nahe Geschichte zu erzählen, so nah an dem Hauptdarsteller, aus der man sich einfach nicht entziehen kann. Und es ist unglaublich zeitlos und erschreckend und gleichzeitig einfach mitreißend und spannend. Und das ohne, dass es verkitscht ist. Also schon echt eine Leistung.